Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Skylines am Start, genauso wie ein kleines Let's Community Beef, haben wir schon ewig nicht mehr gemacht und dabei habe ich nochmal den Impi. Jetzt habe ich natürlich ein großes Problem, ich habe vergessen Einstellungen einzustellen, Voreinstellungen, Benachrichtigung war falsch, Sprache, Ausgabe über beide. So, jetzt nimmt er seine Stimme mit auf. Hallo zusammen. Ja, der Impi und ich, wir sind halt viel am Machen zusammen. Es kommt auch bald der Rappi dazu, aber der hat noch kein Mikrofon, dieser Lulatsch, dieser Nix-Könner. Und da wir das letzte Mal Halo Reach gemacht haben, beginnen wir heute mal mit Halo 4. Und wir haben uns ein Thema rausgesucht, also wollen wir jetzt über das eine Thema sprechen oder wollen wir jetzt doch ein anderes? Ich würde sagen, wir sprechen erst mal ein bisschen über Halo 4. Ja gut, dann nehmen wir doch das Halo 4 Thema. Und zwar das Pro und Contra zu Halo 4 haben wir uns gedacht, während wir eine Runde zocken. Er ist Pro, ich bin Contra. Ich weiß, das mag man kaum glauben, aber es gibt da ein paar Sachen, die mich halt da ein bisschen stressen. Und Kurioserweise spielt er es aber. Ja, diese Sache kommt später. Das ist das erkläre ich den später mal. Jetzt warten wir erstmal, bis hier was gefunden wurde. Und dann legen wir auch direkt los. Wenigstens findet er. Ja, wir haben uns für Big Team Battle. Ja. Den Battle entschieden, weil es eigentlich immer am meisten Fun macht. 8 gegen 8. War nicht was los. Ja, ein bisschen der einzigste Modus, den man wirklich spielen kann, weil die meisten anderen Modus sind überhaupt nicht gut besucht. Eben gerade geguckt, der Big Team Modus hatte 1833 und der normale Modus 133. Logan, was man da nimmt, ne? Oh, ey, entweder nehmen wir Ragnarok oder Ragnarok. Ragnarok. Slayer nicht. Nee, ich hab schon Infinity Slayer genommen. Kein Ding. Das Schwerste ist auch ein bisschen im Battle. Da sind auch nicht ganz so gute Gegner dabei, das heißt, da können wir beide auch mal ordentlich was reißen. Was soll das denn heißen? Wir sind Spitze, wir sind die besten Spieler der Welt. Also am Wochenende war das so. Ja, das. Jedes Spiel dominiert. Ein Spiel habe ich aufgenommen, das werde ich demnächst als Commentary verwenden. Da will ich aber mit einem anderen YouTuber zusammen das machen. Darf man auch gespannt sein. So, die Frage, mit wem jetzt von den ganzen? Ich habe jetzt 3 Leute nachgefragt, 4 haben ja gesagt. Ja, jetzt überlegt mal, wie ich das meine. Mit 3 angesprochen, 4 ja gesagt. Verwirrend, wa? Das überfordert mich gerade, das musst du erklären. Ja, einer hat mich halt gefragt. Okay. Komm, dann waren wir jetzt als schnellstes. Okay, beginnen wir doch einfach mal direkt am Anfang und zwar bei der Kampagne. Ich kann's mir. Infinity was Showdown! Kampagne. Also, was mich fasziniert an der Kampagne ist einfach, dass Halo in meinen Augen voll ein neues Level mit Halo 4 erreicht hat. Die Inszenierung ist extrem gut. Man hat teilweise echt das Gefühl, man befindet sich in so einem riesigen Sci-Fi-Action-Film. Weil die Grafik im Vergleich zu Halo 3 oder Halo Reach auch nochmal extrem viel besser wurde. Also die haben wirklich alles aus der Xbox rausgekitzelt. Und allein schon in der ersten Mission, wenn man dann im Sturzflug auf Requiem landet, ist es meiner Meinung nach sowas von geil inszeniert, dass ich einfach total geflasht war. Und ja, das finde ich extrem spitze an Halo 4, dass da wirklich nochmal. Die haben nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt, was Inszenierung betrifft. Das finde ich extrem geil. Ich weiß nicht, wie stehst du da dazu? Ich muss sagen, von der Grafik her finde ich das super. Vorher war es nur so eine Power-Ranger-Grafik, die man hat nicht viel Stil, meiner Meinung nach. Wurde
Naja, gut, das, du kannst jetzt nicht sagen, dass Halo 3 scheiße aussieht. Nein, es sah irgendwann langweilig. Von immer die gleiche Party und sowas, das war halt. Aber ich möchte jetzt aber nicht nur auf die Grafik reduzieren, auch von allein wie die Geschichte erzählt wurde. Also ich glaube, viele werden mir zustimmen. Es war wirklich teilweise kinoreif inszeniert. Also zum Beispiel auch, wenn ich jetzt an die Szene denke, ich glaube mittlerweile darf man auch ein bisschen spoilern, jeder kennt Halo 4 bestimmt. Ja, wenn man zum Beispiel, wenn man sich auf der Flucht befindet und mit dem Ghost abhaut, weil doch der Didaktiker da alles in die Luft sprengt und wieder dann am Ende der Chief so richtig stylisch im letzten Moment vom Ghost spritzt und nicht in den Abgrund fliegt, und das ist so cool gemacht irgendwie. Also das ist so richtig Badass-mäßig, und das gab es halt in den vorherigen Halo-Teilen nicht in der Qualität. Ja, aber allein dieser Gegner stört mich schon in mehreren Richtungen. Allein dieser Endgegner stört mich in mehreren Richtungen. Und zwar zum einen über Halo Wars, Halo Reach, okay, Halo Reach nicht, über Halo Wars, über Halo 1, 2 und 3 hast du alles über ein bisschen immer noch von denen erfahren, von den ganzen Viechern, von den ganzen Leadplayern und sowas, ne? Prometheaner und sowas. Vorsätzlich wurde alles in einem Spiel abgetrackt. Alles in einem Spiel musste das sein. Und dann kommt so ein komischer Typ. Das einzige geile an dem, was er spricht, ist, diese Alien-Form hat er einfach nicht ausgeschrieben. Wenn man halt Stargate gesucht hat, oder nicht. Allein das. Gut, der Gegner ist natürlich etwas stärker, er hat natürlich einen Megaton. Ja. Okay. Gebe ich zu. Dafür, man hat einfach zu schnell in einem Spiel alles rausgeknallt. Was über Jahre hinweg hast du Fragen hast du da rausbekommen und du wusstest nicht, worum es geht und hier und da. Und plötzlich ist es alles erklärt. Jo, weiterhin, dass man den Gegner so schnell abgespeist hat. Was ist als Gegner? Du wirst ihn nochmal als Gegner vorgesetzt bekommen. Du wirst ihn nochmal als Gegner haben. Der hat ihn natürlich irgendwie überlebt. Und wenn nicht, dann kommt er halt mit einem anderen Helm an, der dann ähnlich halt entkommen konnte aus seinem Gefängnis oder sonst irgendwas. Da wird nichts Neues kommen. Das ist einfach traurig. Und ja, das ist die eine Hilfe, was mich stört. Naja, du greifst schon sehr weit vor. Also, wenn man jetzt deiner Aussage glauben würde, dann würdest du ja eigentlich schon wissen, was Free for Free Industries für Halo für die nächsten 10 Jahre geplant hat, und das weißt du halt einfach nicht. Ich würde mich da einfach mal überraschen lassen. Wer weiß, was dann noch kommt. Nee, ich würde sagen, dass da ein dicken Gegner. Das wäre keine Sache, die da kommt. Du bist jetzt nochmal. Was wollen die jetzt Neues raushauen? Du hast jetzt die Prometheaner, hast du ja schon drin. Du hast halt die Maschinen, hast du schon abgespeist drin. Da kommt nichts Neues mehr. Vielleicht, wie gesagt, der so ausgewählt, keine Ahnung. Des Weiteren, wie du ihn besiegt hast. Ja, gut, aber. Es gibt womöglich ja noch mehr Blutsverräter, die überlebt haben. Ja, dann hast du ja wieder den gleichen Gegner wieder. Und da hast du bei den gleichen Gegner sozusagen gehabt. Du hattest die Allianz als Gegner und dann halt. Und das war einfach geil, du hast über die Zeit, was ich erst gesehen habe. Ich finde es geil, wenn man so kurz vor Ende irgendwie das Kopf halt dann weitgehend geschafft hätte. Macho bereit! Und dann so viel Spannung. Des Weiteren, wie man ihn besiegt hat, wie ich ja schon angesprochen habe. Cortana ist aus einem Daten-Ding rausgegangen und konnte ihn festhalten. Das ist so ein Wunschdenken. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, dass Cortana da rauskommt und den Typen festhält. Dass du eine Granate in dein Herz reinstecken kannst, obwohl er eine Rüstung hat und du kaufst das Ding einfach rein. Das ist eine, wenn man geht ins Startlaufen will, eine Stufe 10 Rüstung oder sowas.
aber wo du gegen die Stadt ankämpfen kannst, wo du auch einmal drauf kannst, mit Granate im Herz rein. Nee. Ich hätt's geil gefunden. Also ich fand's ja aus. Ja, sag. Also meiner Meinung nach war das ziemlich großes Kino, dass sich deine Weggefährtin, Cortana, die du wirklich die viele Spieler ins Herz geschlossen haben, dass sich die für dich opfert, damit du ihn besiegen kannst. Also das hat schon mal eine große Dramatik. Und jetzt da über Logik zu sprechen und es zu auseinander zu klamüsern, weiß ich nicht. Ganz ehrlich, also man sollte, finde ich, nicht zu viel nachdenken und zu viel hineininterpretieren, weil man könnte dann auch sagen, Halo 1, da hat man ja die Pillar of Awesome in die Luft gesprengt, um den Ring zu zerstören. Jetzt könnte man ja auch schlussfolgern, nee, die Explosion von dem Raumschiff würde niemals ausreichen, um so einen Ring zu zerstören. Ganz ehrlich, wenn man anfängt bei Spielen zu viel zu überlegen oder auch bei Filmen, dann macht man sich das am Ende kaputt. Also ich finde, man sollte es einfach so annehmen, wie es ist und da nicht tausende Sachen hineininterpretieren. Das ist jetzt meine Ansicht. Ja. Klar, wenn's hoch gerade unlogisch ist, dann kaufen es einem die Spieler nicht ab, klar. Also da muss man schon eine Balance finden. Aber ich finde schon, dass es jetzt realistisch war. Findest du es realistisch, dass Cortana rauskommt und einen Typen mit einer Zehnerrüstung, der die Flat besiegen könnte, und Cortana hält ihn fest und du haust eine Granate einfach rein? Das finde ich nicht logisch, wirklich nicht. Das beim besten Willen nicht, nee. Naja gut, aber er ist gar nicht so übermächtig, wie du ihn darstellst. Er hat irgendwie so telekinetische Kräfte. Nein. Aber wenn du mal an ihm dran bist, dann kannst du ihn schon verwunden. Also das ist ja ein Prometheaner und Prometheaner sind Blutsväter. Blutsväter sind eigentlich die Vorfahren von Menschen. Also die sind Menschen gar nicht so unähnlich. Und den Menschen kannst du auch mit einer Granate töten, den du in den Körper reinsteckst. Erinnerst du dich an Halo 1, wo du mit Guilty's Button in der Bibliothek sitzt? Ja. Da sagt er, sie haben eine Macht 2 Panzerung. Um diesen Vorfall überleben zu können, brauchen sie mindestens eine Stufe 10. Dieser Typ muss ja wohl Stufe 10 sein. Und da kann keine Cortana kommen, den einfach zu zerstören. Dafür ist die Technologie einfach viel zu weit bei den Proteanern gewesen. Dass Cortana ihn einfach irgendwie festhalten konnte, irgendwie seine Mechanik angreifen konnte. Also da denke ich mir, okay, das wäre logisch, wenn er die Mechanik angegriffen hätte und er sich nicht mehr bewegen könnte. Aber der Scorpion-Faktor ist schlechter als der richtige Das hat was mit Balance im Spiel zu tun. Du kannst da nicht einen fetten Panzer einbauen, der dann im Multiplayer irgendwie alle Gegner schon mal von 2 Kilometern Entfernung tötet, dann hast du auch keine Spielbalance mehr. Du musst ja auch, also es ist ja immer eine Abwägung. Ja, es ist ja schon richtig, aber was ich mir gewünscht hätte, so als reine Logik. Gut, dass Cortana sich geopfert hat, finde ich geil. Also das ist wirklich, du hast ja über Jahre hast du das mit da aufgebaut und in diesem Spiel haben sie dann wirklich nochmal was rausgekitzelt, was sich Bungie ja irgendwie so noch nicht getraut hat, außer bei Halo 3 mit wie heißt sie nochmal? Sergeant Johnson und wie heißt nochmal die Frau da? Die heißt nicht Captain. Commander Keys. Commander Keys. Da so ein bisschen. Okay, Commander Keys fand ich nicht so traurig, weil, kanntest du halt nur seitdem. Aber Johnson, ja, doch, da hast du über 3 Spiele hast du richtig Fun von dem bekommen. Wir haben das Spiel hier schon durch, aber ich würde sagen, wir machen trotzdem noch eine Runde, weil wir sind noch lange nicht fertig. Ja, weil das ging 24:05, 25:04 habe ich, das ist schon mal Bombe. Wo war ich? Ja, genau. Und bei Halo Reach, dass du halt deine ganzen Kollegen verloren hast, fand ich auch nicht so traurig. Ich habe mich eigentlich eher kaputt gelacht, als die Tussi da einen Headshot abkassiert hat. Fand ich total mega lustig. Und da hat sie halt nochmal rausgehauen. Da hat sie nochmal schöne Dinge. Finde ich super. Okay. Soll auch so sein. Nur was ich mir gewünscht hätte, so als... Weil du hast jetzt keinen Cliffhanger, wo du wirklich sagst, jetzt muss ich das nächste Spiel spielen oder sowas. Du musst das nächste Spiel haben, weil du unbedingt wissen willst, wie es weitergeht. Ich habe nicht das Bedrängnis oder das Bedürfnis, jetzt unbedingt Halo 5 zu haben. Habe ich nicht. Ich hol's mir einfach nur, weil ich ein Fan seit Stunde 1 bin. Ist einfach so. Ich bin ein Fan seit Stunde 1 und ich lasse es mir einfach wirklich jetzt nicht komplett nehmen. In der Art und Weise. So, was ich mir... Da muss ich jetzt einhaken. Ja? Ja? das Problem ist immer...
Ich akzeptiere deine Meinung, aber du bist immer sehr radikal, was es betrifft, weil die ganze Spielewelt und die Halo-Fangemeinde hat nach Halo 2 aufgeschrien. Wie du dich sicher erinnerst, gab es ja einen mega großen Cliffhanger, als man dann in dem Raumschiff war und Richtung Erde geflogen ist. Und dann war Halo 2 ja vorbei. Die ganze Spielewelt hat sich beschwert, boah, was für ein Scheiß, voll der Cliffhanger, jetzt müssen wir also dauert ja 3 Jahre, bis ein neues Halo kommt, müssen wir 3 Jahre warten, um zu wissen, die Story. Aber das ist doch geil! So. Dann bleibt man dran! Nee, das findest du geil, aber du musst auch andere Meinungen akzeptieren und die große Spielergemeinde fand diesen Cliffhanger extrem scheiße. Und deswegen Alter, du bist ordentlich am Lecken, warte mal. Zu Herzen genommen. Du bist gerade richtig am Lecken gewesen. Das haben sich die so... zu Herzen genommen, weil viele gesagt haben, nein, wir wollen keine Cliffhanger. Ja, dann dürfte man es auch bei jeder Fernsehserie oder bei jedem Kinofilm irgendwie nicht machen. Da ist ja auch immer so ein Cliffhanger. Dann dürfte man es ja auch da das nicht Problem machen. Das Problem ist, eine Fernsehserie, da wartest du eine Woche, bis die... Deswegen habe ich auch noch Kinofilm dazu gesagt. Okay. Deswegen habe ich ja Kinofilm gesagt, weil da braucht es ja auch... Gute Kinofilme brauchen längere Zeit, bis ein neues rauskommt. Ist einfach so. Eben, aber da gehen halt die Meinungen gehen auseinander. Also viele Spieler fanden den Cliffhanger in Halo 2 nicht gut. Das Pussys, nein. Es ist also für mich einfach nur, dass irgendwo so ein Cliffhanger drin ist. Dass du irgendwie dann diese Lust hast. Und zwar fänd ich's geil im Endeffekt, wenn du gegen ihn gekämpft hättest und Cortana hätte sich geopfert, um dich zu beschützen. Ergo, du wärst... Ich weiß nicht wie, dann müsste ich mir was überlegen. Und zwar, du bist irgendwie dadurch entkommen, dass Cortana ihn verscheucht hat oder hat ihn aufgehalten, du konntest wegrennen oder sowas. Du musstest sie im Stich lassen. Dass du so dieses Gefühl hast, weißt du? Weil da wurde die Entscheidung sofort abgenommen, Cortana stirbt. Und da hättest du dann irgendwie, oh, du kannst jetzt nicht abhauen, Cortana hier im Stich lassen. Oder du hättest jetzt machen müssen, hättest du da schon mal ein scheiß Gewissen gehabt. Finde ich voll geil. Dann, dass du einfach irgendwie zum Schluss eine Mega-Panzerung bekommen hättest, womit du ihn auch hättest besiegen können. Dass du irgendwie mal eine Chance gegen den Typen gehabt hättest. Und dann, bumm, Feierabend. Und du kommst diese Mega-Rüstung, Feierabend. Und in dem Moment habe ich gesagt, jetzt musst du unbedingt das neue Spiel spielen. Weil du hast dann eine Mega-Rüstung zur Verfügung. Du willst doch wissen, was du jetzt machst. Man hat ja schon im Endeffekt durch die Bibliothekarin, die hat ja in einem auf mysteriöse Weise diese Fähigkeiten geweckt. Und nur so hatte man ja den Hauch einer Chance gegen den Bibliothekar, weil vorher hatte man ja überhaupt nichts gegen ihn auszusetzen. Also in gewisser Weise wurde man ja schon mit Blutfettertechnologie ausgestattet. Das ist ja auch gut so, aber was hat man zum Schluss machen müssen? Also das hast du jetzt vollkommen nach Acht gelassen. Was hat man zum Schluss machen müssen? Jetzt hast du was Geniales, was dann ewig dauert. Ja gut, lass uns mal den Story-Part abschließen, weil da glaube ich, kommen wir nicht weiter. Zusammenfassend kann man ja sagen, dass du die Story eher enttäuschend fandest und dir ein anderes Ende gewünscht hättest. Im Endeffekt so, ja. Also aber jetzt mal... Im Endeffekt, Gegner fand ich scheiße. Grafik und Inszenierung fand ich geil. Okay, gut, dann sind wir da schon mal bei einer Wellenlänge. Aber was sagst du denn zum Gameplay? Ich muss sagen, hatte ich das, auch das Problem war, dass ich am Anfang halt extrem enttäuscht von der Kampagne war. Ja, sobald ich extrem enttäuscht von dem Multiplayer war. Ich war einfach nur mega enttäuscht. Ich war einfach meine Hinsicht. Und dementsprechend habe ich halt auch nicht so viel Glück gehabt. Meiner Meinung nach haben sie vieles Geiles dazu gemacht. Aber auch viel Schwachsinn ist das reingefallen. Was hat nicht sein müssen. Dingern, die du hier kriegen kannst, was ich jetzt zum Beispiel gerade habe, unbrauchbar. Anfrage bestätigt. Ja, das ist zu sehr auf Call of Duty gemacht, das hat mir auch nicht gefallen. Passt auch nicht so hell. Dann die ganzen Maps, die sie da zur Verfügung stellen. Auch nicht so ganz meine Welt. Also die Maps muss man sagen, das war am Anfang wirklich ein bisschen schwach. Da sind durch Updates und so und durch Maps von der Community ziemlich coole dazugekommen. Aber vom Start weg muss man echt sagen, da waren echt nur 2-3 gute dabei. Das war Heaven. Ja. Ragnarok ist richtig gut, aber Ragnarok ist auch nur ein
ist eigentlich richtig. Schon eine bekannte Map. Bloodgarden. Gut, was zwar noch, was war noch gut? Gut, ja, da hört es wieder auf. Also mir fallen keine richtig guten Maps ein. Und das ist ein Schwachpunkt, den ich auch sehe. Also die Map-Auswahl war zum Start. Also ich hatte bei jedem Map bis jetzt immer ein Level drin, wo ich wirklich das Level drin war. Und ich frage mich auch, ob ich eigentlich mit dem Lied Halo 3 Guardian, das war mit das geilste Map. Ja. Kannst du mir sagen, was du willst, dann werden mir alle zustimmen. Das Problem ist, Halo hat sich weiterentwickelt und Halo, du kannst mittlerweile weiterspringen, du kannst schneller laufen. Leg nochmal Halo 3 ein. Also das Spielgefühl hat sich verändert und eigentlich ist für die neue Spielart Guardian zu klein. Das ist das Problem. Das heißt, die müssen Guardian größer machen und wer weiß, ob mit den neuen Fähigkeiten, die man jetzt hat und mit diesen ganzen Waffendrops und mit den Klassen, die Frage ist, spielt sich Guardian noch so wie damals? Und ich glaube, davor haben sie Angst, dass sie Guardian verbauen. Ja, aber ich sag mal, dann macht man irgendwie so einen Extra-Mode, dieses, was sie auch bei Halo Reach gemacht haben. Ich dachte, als Halo Reach, wo du keine Rüstung hattest, wo du keine Special-Fähigkeiten hattest. Das ist normale Einfache. Das haben sie bei Halo Reach nicht gemacht, das haben sie bei Halo 4 nicht gemacht. Den Abstand ist geil, den ich je gespielt habe. Egal welches Ego-Shooter ich gespielt habe, nie hat mich eine so geil geflasht wie Guardian. Fand ich einfach geil. Feierabend. Ja, die ist geil. Aber jetzt, okay, jetzt sind wir hier drauf zurück. Zu den Story-Missionen. Fandest du die Missionen abwechslungsreich? Also jetzt nochmal kurz auf den Multiplayer zurückzugreifen. Ich habe mich jetzt halt, habe ich in letzter Zeit einfach viel zu viel dieses realistische Spiel gespielt. Deswegen bin ich jetzt wieder auf den Geschmack von Halo 4 gekommen. Daher bin ich hier ein bisschen geflasht. Das heißt, das Thema, diese Multiplayer-Kampagne. Danke, du dreckiger Hundenbastard, dass du mich erfahren hast, obwohl du mein Team bist. Du kassierst mal eine Schelle von mir, wenn ich dich mal in Real Life treffe. Koop-Kampagne habe ich kaum gespielt. Ich habe 2-3 Mal zu Baden aufgespielt, weil es mich einfach nicht gekitzelt hat. Das war genau das gleiche, was wir mit Black Ops hatten. Genau das gleiche. Ja, ist nicht abwechselnd. Es war einfach nur, geh dahin und du gehst. Gut, das hat bei Splinter Cell auch, weil Splinter Cell ist einfach besser als Splinter Cell. Ja, so ist es. Naja, also von Spartan Ops, oder nee, wie nennt man die Hände von Spartan? Da muss ich echt sagen, genau, da wollten sie, das war ja eigentlich angelegt als Season 1 und sie haben ja gedacht, wenn Season 1 ein riesiger Erfolg wird, dann soll noch Season 2 kommen. Aber dadurch, dass es ja keine Season 2 sieht, glaube ich, sieht man ja auch schon, dass es nicht so erfolgreich war, wie sie sich das erhofft haben. Und das hat auch Gründe. Weil es war einfach über weite Stellen hinweg so abwechslungsarm. Vor allen Dingen, man hat oft auch schon Schauplätze nachgespielt, die man schon in der Kampagne hat. Also es wurde viel recycelt. Und das, glaube ich, hat vielen sauer aufgestoßen und deswegen wird es noch nie eine zweite Staffel geben. Ja, es war einfach langweilig. Verständlicherweise. Ich habe wirklich nur 2-3 Maps mal gespielt und das war's dann. Wir wollen spielen wollen. Also es hat so viert war es ganz nett, hat schon Fun gemacht, aber die Hoffnungen von den Spielern waren, glaube ich, schon, dass es so ein bisschen eine zweite Story wird und das war es halt leider nicht. Also was wir uns ja, die Videos, die freigeschaltet wurden, die waren richtig geil, die haben wir uns auch zusammen angeguckt. Die erzählen ja so ein bisschen die Story von den Büchern eigentlich. Also von dem Buch, das ich gelesen habe, von dem Blutsplitterbuch, das fand ich ziemlich geil. Aber die Videos waren, um ehrlich zu sein, schon das Beste an der ganzen Spartanox-Kampagne und das ist halt schon ein bisschen traurig. Also spielerisch eher mau. Videos witzig, was heißt Videos witzig? Videos waren schön. Interessant, ja, und sehr schön. Ist halt für einen Halo-Fan war das sehr interessant. Für einen Halo-Neuling glaube ich eher uninteressant, weil da viel zu viel Wissen ist. Ja, das ist halt das Problem. Dann musst du halt wirklich von Stunde 1.
Ja, genau, was wir jetzt hier gerade fahren, dieses AT-AT halt hier. Das hätte auch nicht sein müssen. Das ist so. Boah, komm, guck mal bei Star Wars, was da abgeschossen ist. Ja, der Fahrzeug passt nicht so in Halo rein. Ich vermisse den Chopper. Das sieht auch nicht so Halo-typisch aus. Ich vermisse irgendwie den Chopper ein bisschen. Der Chopper war richtig gut, ne? Aber was ich zum Beispiel an Halo 4 auch ziemlich gut fand, war, dass es gibt in der Story eigentlich keine Mission, die richtig abfällt, also die richtig schlecht ist. Das gibt's eigentlich nicht, finde ich. Das war ja bisher immer ein Problem von Halo, wenn wir zurückdenken. Halo 1 ja. War die Bibliothek dabei, die ja schon sehr, sehr, sehr abwechslungsarm war, muss man leider so sagen. An Halo 2 gab es ja auch die eine Mission in High Charity, wo alles nur dunkel war und nur Flood kam, die war ja auch extrem scheiße. In Halo 3 gab es ja auch diese eine Flood-Mission, wo man auch nochmal in diesem Allianzschiff ist, die ist ja auch sehr verhasst bei den Fans. Und da war Halo 4 so das erste Halo, ich glaube neben Halo Reach, wo es keine richtig schlechte Mission gab, weil das war ja bisher immer so ein Manko, das komischerweise hat Bungie immer geschafft, eine Mission extrem grottig zu machen. Das war seltsam. Da hatten sie ein Talent dafür. War ein Hobby von dir. Ja. Das Problem konnten sie zum Glück auch. Ja gut, die nicht. Ja. Eben stimmt, das hat ja jetzt ein anderes Team gemacht. Aber da sind ja auch viele von manchen noch dabei. So ist es ja. Schönen Sachen verfügen, dann lässt es sich besser spielen. Wenn man dann richtigen Shooter, das heißt richtige Shooter halt, Real-Life Shooter halt, das hat ja so ein bisschen realistische, genau. Ja, realistische Shooter halt. Anhieb, realistische. Ansatzweise realistische Spiele. Jetzt also habe ich dann Halo 4 nochmal gespielt und fand ich brauche eine Pause, glaube ich, wahrscheinlich. Aber normalerweise spiele ich jede Kampagne einmal auf normal von Halo, einmal auf legendär. Ich habe Halo 4 nicht, hab ich nicht zum zweiten Mal gespielt. Ja, vielleicht solltest du der Kampagne auch nochmal eine Chance geben. Vielleicht wird sie dich positiv überraschen. Das wäre meine Empfehlung. Ich würde es wahrscheinlich alles nur machen wegen. Ja, sieht so aus, wegen als könntest du doch noch gewinnen, ja. Wegen dem Erfolg. Wie gesagt, ich habe mir halt eine Session geholt, weil ich sehr viel getroffen hatte, weil. Nachschub bereit. Ja. Was du derjenige im Moment ist. Aber was man echt sagen muss, die Halo-Community ist echt großartig. Also die entwickeln immer wieder neue Spielmodi. Was wir zum Beispiel auch am Wochenende gespielt haben. Es gibt jetzt so einen Modi, der ist so ein bisschen wie Fußball, wo man eben einen Ball tragen muss und den ins gegnerische Tor sozusagen befördern muss. Es gibt Griffball. Also das ist echt witzig an Halo, dass die Community es schafft, immer wieder neue Modi zu entwickeln und so eigentlich immer wieder was Neues bietet. Das ist halt echt. Na, was ich aber Halo halt so schön finde, ist nicht nur, dass wir halt die Spiele halt entwickeln, sondern es gibt halt auch andere Spiele, die das mit eigenen Maps gibt. Ich finde es halt so schön, dass die sagen, okay, wir nutzen das, was die Community auch herstellt. Wir nutzen es auch wirklich. Das finde ich halt auch ganz cool. Ja, genau. Okay, Leute, das war auf jeden Fall sehr schön. Zwei Spiele schon. Sollten reichen, meiner Meinung nach, so jetzt spontan gesagt. Ja, wir auch. Wir bedanken uns fürs Zuhören, fürs Zusehen.
Was ist eure Meinung zu diesem Spiel? Schrottet es mir in die Kommentare. Würde ich mich sehr freuen. Und also was alles so angeht. Kampagne, Multiplayer und halt Koop-Kampagne. Also die Spartan Ops. Das würde ich gerne mal wissen, was ihr davon haltet. Und ja, genau. Ihr dürft euch auch mal gefasst machen. Es wird noch mit Halo 4 vielleicht demnächst mal was passieren. Würde ich mich selber auf jeden Fall ziemlich freuen. Ansonsten sieht man sich irgendwann mal online hoffentlich. Tschüss und ciao. Ciao.